Die Messehalle 1 in Magdeburg ist kaum wiederzuerkennen. Mitten im großen Raum schwimmt eine Ente im Wasser und man versteht bei den lauten Vogelrufen fast sein eigenes Wort nicht. Das ist die Bundesausstellung des VZE, der Vereinigung für Zuchtunterhaltung einheimischer und fremdländischer Vögel e.V. Und in den großen Volieren und den kleineren Vogelkäfigen kann man die besten Zuchtergebnisse bestaunen. Die Spannweite reicht von prächtigen Fasanen über Kronenkraniche und Eulen bis hin zu den allseits bekannten Wellensittichen, die in ihrer Voliere ein ziemliches Spektakel machen. Das ist die Bundesschau. Hier werden die Vögel in gestalteten Volieren präsentiert. Das aber nur 2 Tage, um den Tieren neben dem Transport so wenig wie möglich Stress zu machen. Der Leistungsstand ist natürlich sehr, sehr gut, aber wir sehen halt einen Nachteil, weil viele Züchterinnen und Züchter sich nicht mehr so gerne engagieren. Es ist alles ehrenamtlich, man kriegt dafür kein Geld. Auch wenn man die Vögel hier ausstellt und den Besucher zeigen will, da kommt halt keine Euronen rüber. Und deshalb sind wir halt darauf angewiesen, also auf engagierte Züchter, die ihre Zuchterfolge auch präsentieren wollen. Zuchterfolge sonst in jedem Jahr haben wir sehr, sehr gute. Nur es ist natürlich für die Tiere Stress, die Tiere aus den Volieren rauszufangen, hier herzustellen für 2 Tage und am Sonntagabend dann wieder mitzunehmen. Und das will jeder Züchter nicht seinen Tieren zumuten. Ich sehe es aber trotzdem als ganz wichtige Sache an, dass wir die Vögel und dem normalen Publikum die Vielfalt der Vogelwelt präsentieren. Ich sage immer so, ich bin der Tierarzt, Hund und Katze sind 2 Tierarten, aber wir haben 10.500 verschiedene Vogelarten und davon sitzen zigtausende von verschiedenen Arten in den Volieren bei uns zu Hause. Und die Artenvielfalt dem Publikum zu präsentieren, ist auch eine Aufgabe, die wir uns als Vereinigung gestellt haben. Die Erhaltung der Artenvielfalt ist also ein wichtiges Ziel. Dabei geht es in den Volieren der deutschen Züchter in gut 90% der Fälle um Arten aus anderen Klimazonen, wie man an den verschiedenen Sittichen und Papageien auch hier in der Ausstellung sehen kann. Also das ist natürlich ein erklärtes Ziel, was wir auch als Vereinigung haben. Das gelingt aber nur bei manchen Arten. Der Bali-Star ist zum Beispiel ein Beispiel, der in Kooperation mit zoologischen Einrichtungen und den Privathaltern wieder ausgebildet werden konnte. Aber großes Ziel von uns Züchtern ist eigentlich, die Arten in den Volieren zu erhalten. Wir bekommen ja keine Importe mehr, also keine Wildfänge mehr, die nach Europa reinkommen. Dementsprechend haben wir oder sind wir darauf angewiesen, auf das Tiermaterial, was in unseren Volieren sitzt, was wir dementsprechend pflegen und hegen, dass die auch sich vermehren und züchten. Langfristig gesehen ist es natürlich wichtig, dem Publikum zu präsentieren, was es für verschiedene Vogelarten gibt, die in freier Natur nicht mehr zu sehen sind. Das ist ein erklärtes Ziel, was wir uns auch als VZE auf die Fahnen geschrieben haben. Und natürlich geht es um die Bewertung der Zuchterfolge. Genau wie bei den Züchtern von Hühnern, Enten oder Gänsen gibt es für die verschiedenen Arten sogenannte Rassestandards. Und wem es gelingt, diese perfekt zu erreichen, auf den warten Urkunden und Pokale. Herr Besch, worauf achten Sie bei der Zucht? Bei der Zucht achte ich darauf, dass meine Tiere immer in großen Volieren sind, artgerecht untergebracht werden, nicht zu viele drin, Sauberkeit, Ordnung, die erste Pflicht, aber auch nicht zu viel Strauchwerk und dergleichen da drin ist, wo sich ja ein Tier auch verfangen kann. Oh, aber jeder Züchter sieht das ein bisschen anders, aber mir ist das, keine Voliere darf überladen sein. Aber Ihr Prinzip gibt Ihnen recht, Sie haben hier wieder gut abgeschnitten, ja? Ja, ich habe sehr gut abgeschnitten, weil ich davon ausgehe, diesmal 3-mal Vizemeister mit meinen Tieren, weil ich ja nicht nur die eine Kollektion mit Nymphensittichen hier habe, sondern auch Lachtauben und Diamanttauben. Habe aber auch in den letzten 3 Jahren, wenn ich davon ausgehe, 8-mal den deutschen Bundesmeister gemacht, wo es ja 3-mal, das Jahr davor auch 3-mal und dann 2-mal, wo wir in Zeitz und Kettau waren. Also ich bin eigentlich ein bisschen überglücklich, muss ich heute noch sagen, dass das in den letzten Jahren, wo ich eigentlich aufhören wollte, so gut noch geklappt hat. Und auch das ist ein Problem, das andere Züchtervereinigungen haben. Es fehlt an Nachwuchs, auch wenn hier die 8-jährige Katharina mit ihrem Möfchen einen Preis errungen hat. Vogelzucht allgemein und so wie hier im Wettbewerb mit den Besten macht viel Arbeit und bis man einen Bundessieger hervorgebracht hat, wird sicher eine Menge Lehrgeld bezahlt.
Aber diese Bundesausstellung war der beste Beweis dafür, dass es sich lohnt, Zeit und Mühe in eine Leidenschaft zu investieren, die die Besucher, ob jung oder alt, ins Staunen versetzt.